Ich glaube, jemand in der Nähe braucht Hilfe. Die Maschinen sind weg. Du kannst hochkommen. Frostmunition bringt hier nicht viel Schaden. Dich unter die Brücke getrieben. Da waren Breitschlünde. Sie zerstörten unser Boot und wir sind so kopflos geflohen, dass wir in diese Reihen rannten und ich rutschte aus und fiel. Es ist gefährlich hier draußen. Ich weiß. Aber Sunore wollte hierher. An den Orten, die Wahrsager uns genannt hatten, waren keine Relikte. Er wollte befördert werden. Und unbedingt hier weitersuchen. Er hatte recht. Wir fanden ein Relikt mit Daten darauf. Und dann kamen die Breitschlunde. Sie zerstörten unser Boot. Und ich ließ das Relikt ins Wasser fallen, als wir flohen. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ja. Ich kann für seinen Tod noch nicht mal ein Relikt nach Landfall tragen. Wo hast du das Relikt verloren? Da unten. Richtung Südwesten, auf dem Platz mit der Statue auf der Säule. Geh zurück nach Landfall. Ich werde es für dich suchen. Diese Quen haben alles für das Relikt riskiert. Und es ist anscheinend nicht weit von hier. Vielleicht kann ich es für sie finden. Dies muss der Ort sein, wo das Relikt verloren ging. Es gibt wohl einen Kampf. Thank you.
Das war's damit. Mal sehen, ob ich das Relikt finde. Eine Sprachaufzeichnung der alten Welt. Das muss das Relikt von der Zinssoldatin sein. Punkt 9 auf unserer Holotour durch San Francisco. Das Dewey Monument. Diese 29 Meter hohe Säule auf dem Union Square erinnert an den Sieg der amerikanischen Marine in Manila Bay. Als ihre veralteten Schiffe, Philippinen, müssen die spanischen Seeleute gewusst haben, dass die Lage hoffnungslos war. Pflichteifrig, aber schlecht geführt, war die spanische Flotte am falschen Ort zur falschen Zeit und wurde von technologisch überlegenen Truppen geschlagen. Die neue Welt siegte über die alte. 9 auf unserer Holotour durch San Francisco, das Dewey Monument. Diese 29 Meter hohe Säule auf dem Union Square erinnert an den Sieg der amerikanischen Marine in Manila Bay. Als ihre veralteten Schiffe, Philippinen, müssen die spanischen Seeleute gewusst haben, dass die Lage hoffnungslos war. Pflichteifrig, aber schlecht geführt, war die spanische Flotte am falschen Ort zur falschen Zeit und wurde von technologisch überlegenen Truppen geschlagen. Die neue Welt siegte über die alte. Das Relikt handelt von einem Krieg der Vergangenheit. Wer weiß, was die Quinn daraus machen. Aber sie sammeln alle Daten, die sie finden. Wenn ich diese Soldatinnen Landfall aufspüre, kann ich ihr das geben. Jetzt kann ich zu den Wolken fliegen. Sein, den Numa erwähnte. Und das voller Sonnenflügel. Das ist nicht gut. Da, am Strand. Ein Quenn-Speer. Ich muss näher ran. Vielleicht hat er ja das Relikt, das Yuma meinte.
Ich sollte prüfen, ob Yomas Bruder dabei ist. Doch ich muss zuerst diese Maschinen loswerden. Ob dieser Speer wohl gerichtet hat? Yomas Bruder tut eines. Ich habe Herzklopfen.
zu den Speeren. Kein Relikt, also nicht sicher, dass einer Uris ist. Aber vielleicht hat einer es fallen gelassen, als sie gegen die Maschinen gekämpft haben. Vielleicht hilft mein Fokus. Nichts. Vielleicht kann mein Fokus ihre Spuren finden. Da. Könnte Uris sein. Mal sehen, wo das hinführt. Jomas Bruder sein.
folgte ihm wohl, aber Oris wehrte sie ab. Er ist wohl in den Turm gerannt. Wollte wohl den Sonnenflügeln da oben entkommen. Sie müssen in den Turm gestiegen sein. Finden.
Ich muss einen Weg hoch in den Turm finden. Vielleicht gibt es draußen einen anderen Weg hinauf. Das war knapp. Oh, noch mal ganz knapp. Muss Uris sein. Es gibt nur einen Weg, das sicherzustellen. Ich sollte nach dem Relikt suchen.
das Relikt. Und mein Fokus erfasst darauf Daten. Es ist kein Signal, sondern eine Karte von San Francisco. Wenn die Quinn sie lesen könnten, müssten sie keine Späher losschicken. Das muss ich Alva sagen. Aloy, ich bin hier. Alva, ich habe Daten gefunden, die Bohai interessieren dürften. Ich schicke sie dir jetzt. Ich gebe sie weiter. Danke. Ich nehme das Relikt besser mit. Gebe es Yoma. Zusammen mit den schlechten Nachrichten. Fallen mit Stil. Die Maschine stört sich nicht an Säure. Thank you.
Mit Löschwassermunition kann ich hier nicht viel ausrichten. Ich habe noch keine Überbrückungsdaten für diese Maschine.
Feuer könnte viel Schaden verursachen.
Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Der Schlachtrücken sollte Teile haben, die ich für seine Überbrückung brauche. In der Theorie ganz einfach. Thank you.
Die Maschine ist schwach gegen Frost. Thank you.
genau, was ich brauche. Der alten Welt. Dieses Gebäude sieht keiner der Ruinen hier in der Nähe ähnlich. Vielleicht liegt es jetzt unter Wasser. Ein Teil der riesigen Brücke und ein Kuppelbau. Bei den ganzen versunkenen Ruinen hier sollte ich vielleicht mal abtauchen. Diese Ruine mit der Kuppel sieht wie die auf dem Bild aus. Das sieht falsch aus. Ich versuche es woanders. Ich bin außer Reichweite des Aussichtspunkts. Also nochmal.
könnte das Aussichtspunktbild nochmal ausrichten. Ich sollte in Reichweite sein. Okay, mal sehen. Eine Brücke in der Ferne und ein Kuppelbau. Sieht keiner der Ruinen hier in der Nähe ähnlich. Aber vielleicht ist es unter Wasser. Geschafft.
Das Wasser ist eiskalt. Ich suche besser weiter. Nein, ich sollte eine andere Stelle suchen.
Nicht. Ich suche besser weiter. Thank you.
Das sieht falsch aus. Ich versuche es woanders. Verloren. Ich habe mich zu weit mitbewegt. Zu den Wolken zu fliegen. Thank you.
aufgeflogen. Jetzt geht's los.